Hallo meine Lieben. Ja, ihr habt auf Facebook und Instagram abgestimmt, dass ich euch mal zeige, wie man solche Karten hier macht und das möglichst unaufwendig, nämlich ihr braucht noch nicht mal Aquarellfarben dafür, sondern wir machen das einfach mit Filzstiften, diese Hintergründe. Filzstifte, Wasser, ein bisschen Folie oder eben eine Klarsichtmappe und dann könnt ihr eben ganz, ganz tolle Aquarellfarben oder Aquarellkarten zaubern, ohne dass ihr wirklich professionelle Sachen dafür braucht. Ja, und das zeige ich euch jetzt einfach mal, wie das geht in verschiedensten Variationen. Was ihr für diese Karten natürlich erstmal braucht, ist Papier, auf das ihr eben den Hintergrund übertragt. Und ich habe verschiedene Sachen ausprobiert und kann die verschieden empfehlen. Also das Beste für mich ist immer noch Aquarellpapier. Also ihr braucht nicht zwingend Aquarellfarbe, aber Aquarellpapier kann ich wirklich empfehlen, weil das eben mit dem Wasser umgehen kann, das wir auch verwenden. Also Aquarellpapier kann ja mehr Wasser aufnehmen als normales Papier und saugt das auch nicht so stark auf. Es funktionieren aber auch recht feste Kartons. Ich habe jetzt zum Beispiel Postkarten, blanke Postkarten benutzt und das ist einfach ein weißer Karton. Hier, das ist so ein naturfarbener, ein bisschen gräulich-bräunlicher Karton. Was ich jetzt nicht empfehlen kann, sind wirklich dunkle Sachen, weil Aquarellfarbe oder beziehungsweise die Filzstifte dann mit Wasser vermischt haben einfach eine gewisse Transparenz. Und hier musste ich dann eben ja schon relativ dunkle Farben verwenden und es wird irgendwann immer dunkler. Ihr könntet natürlich dann mit weißem Stift darauf arbeiten oder mit metallischen Stiften, aber das hier wäre zum Beispiel, finde ich, zu dunkel. Das hier werde ich gerne mal mit euch testen. Das ist ein ganz normaler Karton, also auch relativ rau, während die Postkarten eine sehr glatte Beschichtung haben. Da werde ich einfach mal mit euch gucken, ob das funktioniert. Ich kann es mir nicht so wirklich vorstellen, weil der sehr, sehr, sehr saugen wird, dieser Karton. Aber wir probieren es einfach mal heute zusammen aus. Genau, das hier sind eben diese naturfarbenen Postkarten. Dann werde ich mit euch aber auch nochmal eine machen. Daneben hier die weißen Postkarten, die haben wirklich eine ganz, ganz schön glatte Beschichtung. Hier habe ich aber festgestellt, dass die Farben sehr, sehr hell und pastellig werden und teilweise dann eben hier diese Abdrücke vom Wasser, wenn man die nicht ganz wegmacht, diese Überstände, diese Puddles, diese Pfützen. Aber es hat auch trotzdem einen sehr, sehr schönen Effekt, finde ich. Das sind die. Dann habe ich einmal hier einfach zugeschnitten Aquarellpapier. Das ist auch relativ dünnes. Das ist, glaube ich, ein 140, 160 Gramm Papier. Funktioniert aber wunderbar, weil wenn ich das benutze, dann wirbt sich das zwar erstmal, aber sobald es ein bisschen angetrocknet ist, dann lege ich es einfach unter ein schweres Buch und dann trocknet es ganz glatt wieder. Von daher braucht es auch kein extrem schweres Papier. Oder was man eben noch nehmen kann, ich habe hier von Hahnemühle so ein Postkartenset. Das ist halt ein dickeres Papier mit hinten auch schon Postkarte drauf gedruckt. Und das funktioniert natürlich auch super. Das habe ich zum Beispiel hier benutzt und hier habe ich das normale Aquarellpapier. Aber es kommt jedes Mal ein bisschen anders. Also es ist nicht 100% planbar und das ist ja auch gerade das Schöne an diesen Aquarelleffekten. Ich hatte hier auch schon noch mal ein paar, die ich noch nicht beschriftet habe. Man kann halt mit allen möglichen Farbkombinationen spielen. Man kann die Farben in allen möglichen Arten anordnen und manche Filzstifte werden ein bisschen kräftiger, andere werden eher ein bisschen feiner und hier sieht man auch wieder, hier muss man mit relativ dunklen Farben arbeiten, ansonsten geht es halt relativ unter. Was braucht ihr ansonsten? Ihr braucht eine Klarsichtfolie. Ich nehme immer gerne so eine Klarsichtmappe, die kann man auch wunderbar danach wieder abwischen und weiter benutzen oder jedes Mal wieder benutzen. Dann eine Sprühflasche. Ich habe nur so eine riesen Sprühflasche. Besser wären einfach so kleine Sprühflaschen oder auch so Pumpe, wo ihr noch ein bisschen besser mitarbeiten könnt. Bei der hier habe ich das Problem, dass manchmal ein ganz feiner Nebel rauskommt und manchmal eben auch einfach nur so dicke Splotches oder so dicke. Aber das macht es halt auch wieder unregelmäßiger. Also es funktioniert alles. Außerdem lege ich mir immer ein Küchentuch daneben. Ein Küchentuch reicht normalerweise für ganz viele Karten, die man so macht. Damit könnt ihr nämlich einmal eure Folie abwischen, damit ihr einfach nicht die Farben von der einen Karte dann mit noch in die andere Karte nehmt. Sonst gibt es irgendwann nicht so schöne Effekte. Kann aber auch ein paar ganz coole Effekte ergeben. Und vor allem, dass ich das Wasser, das Überschüssige, dann von der Karte abnehme, damit sich da eben nicht solche Pfützen bilden. Aber das zeige ich euch dann gleich.
Und dann brauchen wir noch Filzstifte und das ist ziemlich egal, was ihr für welche nehmt. Je wasserlöslicher sie sind, desto mehr werden die Farben auch zerfließen und sich verteilen. Ich habe hier zum Beispiel, das sind eigentlich alle relativ günstige, ich habe hier zum Beispiel diese Primo Jumbo, sind extra für Kinder welche, die sind halt super wasserlöslich und fallen so ein bisschen heller aus, wenn ich die verwende. Ich habe hier einfach Eberhard Faber Buntstifte in 1000 Farben und die funktionieren genauso gut. Ich habe Crayola Super Tipps, die lassen sich natürlich auch super verwaschen. Oder ich habe hier zum Beispiel von Edding so eine Box, da sind normale Filzstifte mit bei, auch Brushpens und so weiter. Das funktioniert natürlich auch. Probiert einfach mal am besten aus, was ihr zu Hause da habt. Da müsst ihr in der Regel nicht nochmal extra was verkaufen, das ist das Schöne. So, ich bereite den Tisch dann erstmal vor, indem ich mir meine Mal- und Bastelunterlage da drauf lege, weil man manchmal schon ein bisschen rumsaut mit den Farben und das möchte ich einfach nicht auf dem Holztisch haben. Dann schnappe ich mir meine Folie. Ich nehme mir ein Stück Papier. Ich nehme jetzt erstmal das ganz normale Aquarellpapier. Lege mir auch schon mal ein schweres Buch zur Seite, wo dann meine Karten drunter kommen, wenn sie so ein bisschen angetrocknet sind. Und schnappe mir erstmal die ersten Filzstifte. Zum ersten Testen nehmen wir jetzt mal die Edding Filzstifte. Und wie ich es immer mache, ist, dass ich ganz gerne schon mal die Karte hier drunter lege, je nachdem, wie ihr sie eben bemalen wollt, und dann eben meine Folie drauflege, sodass ich sehe, in welchem Bereich ich eben auf meine Folie male. Und ihr könnt euch natürlich da austoben mit Farben. Ich versuche immer Farben zu nehmen, die möglichst gut miteinander harmonieren und die nicht unbedingt, wenn sie miteinander verschmelzen, komische Töne geben. Zum Beispiel Grün und Orange wäre jetzt ein Ton, den ich jetzt nicht unbedingt vermischen würde. Und ich mag ganz gerne natürlich so Pink und Orangetöne und Rottöne zusammen. Das harmoniert eigentlich immer ganz gut. Und was man halt einerseits machen kann, ich kann natürlich zum Beispiel jetzt hier Orange, dann Rot, dann Pink. Ich kann euch das mal zeigen, wie das sich so ergibt, wenn ich das so nebeneinander setze. Wie ihr das draufmalt, werdet ihr merken, ist auch nicht ganz wichtig. Und dann kann ich natürlich so eine Art Farbverlauf herstellen. Das könnte ich auch in die Richtung machen. Ich zeige euch jetzt einmal, wie das so aussieht, wenn wir das machen. So, das Wasser könnt ihr entweder auf die Folie sprühen oder ihr sprüht es auf euer Papier oder auf eure Karte und legt es dann drauf. Das sind auch so leicht unterschiedliche Effekte, die dabei entstehen. Ich mache auch nicht allzu viel Wasser darauf, sonst verschwimmt und verläuft mir alles. Legt es dann einmal auf meine Karte und verreibe das mit den Fingern und merke, okay, ich habe ein bisschen zu wenig Wasser genommen. Das Wasser ist zu viel hier in die Ecke gegangen. Das ist eben das Problem bei meinem Sprühnebel. Aber wenn ich das jetzt hier bewege, seht ihr, dass ich da auch so ein bisschen das Wasser verteilen kann. Das heißt, ich kann auch nochmal das hier in verschiedene Richtungen drücken. Und was ich eben immer gerne mache, ist, dass ich so das überschüssige Wasser gerne ein bisschen abnehme, weil ansonsten haben wir da eben so ganz komische, getrocknete Stellen. Und so sieht es dann aus, wenn man einfach ein bisschen zu wenig Wasser genommen hat. Aber ich mag das persönlich auch, wenn da so ein paar Reste bestehen bleiben, die eben nicht ganz so aufgelöst sind. Da kann man halt dann auch immer gucken, wie man das dann beim Lettern eben dreht und wendet. Man könnte zum Beispiel hier oben was relativ Normales hinschreiben und hier dann ein schönes Handlettering. Und das ist jetzt so ein leichter Verlauf eben von rechts nach links. Wobei, wenn ihr es seht, wenn ihr es hin und her bewegt mit dem Wasser, dann könnt ihr da noch einiges verändern. So. Ich kann es übrigens nicht empfehlen, das, was da drauf ist, den Rest nochmal zu verwenden, weil es wird einfach nur noch sehr hell und wirkt nicht besonders gut. Wir nehmen mal hier so eine normale Postkarte, also kein Aquarellpapier. Und da werde ich mal mit ein paar Grüntönen arbeiten, ein bisschen Grün und Blau. Was ich ja am liebsten mache, statt das so in Streifen zu machen, ist, dass ich einfach überall so ein bisschen hinkritzle, damit sich das so verteilt als Wolken oder eher ja, als typischerer Aquarelleffekt, wie ich finde. Das
könnt ihr natürlich auch so klein und groß machen, wie ihr wollt. Ihr könnt es auch einfach auf einer Seite zum Beispiel nur machen oder einen dünnen Streifen. Da sind der Kreativität eigentlich keine Grenzen gesetzt. So, jetzt habe ich ein bisschen mehr Wasser genommen. Setze das wieder auf mein Papier und reibe mit den Fingern drüber. Man sieht, es verteilt sich besser, es ist mehr Wasser. So. Deswegen werde ich jetzt auch hier nicht mehr das Wasser hin und her bewegen. Aber ihr werdet merken, wenn ihr es abzieht, da wo ihr es zum Schluss abzieht, also wenn ich es von hier nach da abziehe, wird es jetzt hier der Wasserrand bleiben. So. Und wenn ich den eben jetzt trocknen lassen würde, wäre das einfach ein starker Kontrast. Weil es eben so eine Pfütze ist, die trocknet. Und das finde ich persönlich nicht so schön. Aber ihr könnt es natürlich, wenn euch das gefällt, auch lassen. Und ihr seht vielleicht auch hier direkt, dadurch, dass es kein Aquarellpapier ist und es die Farbe nicht so gut aufnehmen kann, ist es halt direkt irgendwie viel, viel heller und wird auch pastelliger trocknen. Kann aber halt auch ein schöner Effekt sein. Also da muss man einfach halt überlegen, wie man das haben möchte. Und das hier ist jetzt schon so angetrocknet, dass die Farbe sich nicht mehr löst. Das heißt, das lege ich jetzt zum Beispiel schon unter mein Buch. Ihr seht, es wölbt sich so ein bisschen. Und wenn ich das unter meinem Buch trocknen lasse, dann wird es nachher schön glatt sein. So, einmal probieren wir halt auch diese Pappe hier aus, die ja nicht beschichtet ist. Dann nehme ich auch nochmal meine Rot- und Orangetöne, weil ich die hier einfach so gerne mag. Und da seht ihr nämlich das Ergebnis, wenn ich so eine Pappe habe, die nicht beschichtet ist und die einfach nur das Wasser sofort aufsaugt, ohne dass ich etwas damit machen kann, dann sieht es so aus und wird überhaupt nichts. Also von daher entweder Aquarellpapier nehmen oder eben eine Pappe nehmen, die ein bisschen beschichtet ist und glatt ist und das Wasser eben nicht sofort aufsaugt. Und hier seht ihr auch gerade nochmal auf dem weißen Papier, dass es wirklich sehr, sehr, sehr pastellig getrocknet ist, aber es sieht halt trotzdem auch schön aus. So, ich wechsle jetzt mal noch zu den anderen Filzstiften, wechsle da mal so ein bisschen durch und nehme andere Papiere und werde dann einfach mal den Zeitraffer anschmeißen, damit ihr so ein bisschen einen Überblick habt, was da so alles entstehen kann.
jetzt habt ihr ja so ein paar Möglichkeiten gesehen, wie ihr die Hintergründe gestalten könnt. Und ihr habt auch gesehen, es kommt immer was anderes raus. Man kann auch mit dem Wasser so ein bisschen spielen, indem man es hin und her bewegt. Und jetzt wollte ich euch noch mal ein paar Inspirationen geben, wie man diese Karten eben auch belettern kann. Oder zum Beispiel, wenn ihr eben keine Postkarten habt, dass man die hier auf eben farbigen Karton aufklebt. Das habe ich hier gemacht. Ich habe den immer gewählt, passend eben zur Farbe des Hintergrundes. Oder dass ihr auch irgendwie mit Metallic-Stiften oder mit bunten Stiften vielleicht noch einen Rahmen drumherum oder Muster oder sowas. Da sind der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt, auch für der Anlass eben, für das es sein soll. Wenn ich natürlich eine Postkarte habe, dann habe ich das nicht irgendwo aufgeklebt, dann habe ich das eben so gelassen. Und da ist für mich auf jeden Fall Pinterest eine riesige Inspirationsquelle. Da kann man einfach super viele Letterings finden, aber auch Anleitungen für eben verschiedene Buchstaben und so weiter, wie das funktioniert. Was ich dann auch habe, da habe ich gerade noch was draufgeklebt zum Malen, ist hier dieses Handlettering-Alphabet. Das ist ein Buch, was ich mir irgendwann mal geholt habe, wo ich eigentlich noch gar kein Handlettering gemacht habe, aber wo ich jetzt merke, es macht halt wirklich Spaß. Da gibt es halt auch die verschiedenen Aufwärmübungen. Es gibt aber auch verschiedene Beispiele, die man eben nachmachen kann und ja, Bounce Lettering und auseinandergezogene Buchstaben und so weiter. Also das ist auch sehr, sehr cool, um da Inspiration zu finden und das zu üben. Dann hatte ich mir auf Instagram von jemandem Gebrauch gekauft. Hier dieses Hand Lettering mit Wasserfarbenbuch. Da habe ich noch gar nicht so viel drin geschaut, aber da gibt es zum Beispiel hier auch. Das ist, finde ich, auch eine sehr, sehr schöne Vorlage, die man machen kann. Die werde ich gleich mal probieren, einfach auf einer Karte. Das lege ich mir hier schon mal zurecht. Oder wie gesagt, eben auf Pinterest. Oder auch, was ich mag, ist, es gibt dieses dafont.com und da kann man auch verschiedene Handletterings einstellen und sich dann die Worte dahin schreiben, die man möchte und die dann eben abschreiben. Das funktioniert auch gut. Was ich euch dann am Anfang empfehle, ist, dass ihr euer Lettering, was ihr dann aufs Papier bringen wollt, dass ihr das einmal vorschreibt mit einem Bleistift. Weil wenn das nicht macht, dann kann es so gerne mal passieren wie bei mir, dass ich mich dann total verschätze, wo das Lettering hingehen soll und dann rutscht es irgendwo hin ab und dann könnt ihr die Karte halt quasi wegschmeißen. Ich zeige euch auch mal, was ich benutze für die Letterings. Ich habe hier mal verschiedene schwarze Stifte. Ich habe gemerkt, ich bin nicht so der Fan von den bunten Stiften. Ich finde, das wirkt halt nicht ganz so stark. Aber natürlich könnt ihr auch bunte Stifte nehmen in jeglicher Form. Hier zum Beispiel habe ich einen grünen, den könnt ihr natürlich nehmen. Passt jetzt halt nicht zum Hintergrund, zur Hintergrundfarbe. Aber da gibt es ja ganz viele Farben. Zum Beispiel habe ich hier halt von, eben in dieser Edding-Box habe ich eben von Edding alle möglichen bunten Brush-Pens. Ich habe auch von Tombow diese Fudenosuke Brush-Pens. Die mag ich sehr, sehr gern. Ich gucke mal gerade, ob ich hier genau... Ich habe hier auch einen davon in schwarz. Was ich halt sehr, sehr gerne daran mag, ist diese feste Spitze. Ich komme mit den ganz weichen Brushpens nicht so wirklich gut zurecht, wie es zum Beispiel beim Tombow ist. Der hat eine unglaublich weiche Spitze. Mit denen komme ich nicht so gut zurecht beim Lettern. Die sind bei mir dann irgendwie gerade in den dünnen Passagen sehr ungenau. Und das Schöne eben an diesen festen ist, dass ich eine unglaubliche Kontrolle habe. Ich kann einen ganz feinen Strich machen. Und wenn ich dann aufdrücke, kann ich halt einen schönen dicken Strich machen. Und dann wieder fein, dick, fein, dick, fein. Das ist bei diesen halt sehr, sehr schön. Ich habe da noch andere feste Brushpens. Hier zum Beispiel, der ist sehr ähnlich. Der ist einfach aus Japan. Oder dann einer mit ein bisschen dickeren Spitze. Es gibt diese... Es gibt diese Fudenosuke in verschiedenen Dicken. Und der malt dann natürlich, wenn ich drücke,
dicker, weil er ein bisschen eine weichere Spitze hat, aber lässt sich auch gut kontrollieren. Die Edding Brush Pens sind auch eher wie diese weicheren, also, aber es geht noch. Also da habe ich auch noch ein bisschen mehr Kontrolle. Wie gesagt, ich bin es nicht so gewohnt mit diesen ganz weichen. Ich finde es halt bei dem Tombow sehr, sehr schwer. Ich glaube, für Anfänger ist das nicht so gut geeignet, weil die Spritze doch auch, finde ich, sehr, sehr schnell ausfranst. Und dann ist es irgendwie schwer, hier auch eine schöne, feine Linie zu bekommen, die nicht fransig ist. Also das ist so mein, den ich am wenigsten benutze. Oder wenn ihr gar keine Brushpens habt und auch euch erstmal keinen zulegen wollt, wobei es die auch einzeln zu kaufen gibt, dann kann man das natürlich auch mit einem normalen Stift machen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier mein L mache, dass ich einfach einen ganz normalen Buchstaben mache und das, was dann eben dick wäre, das ist auch Faux Calligraphy nennt man das, dass ich das einfach doppelt male und dann ausmale. Und so habe ich halt ein bisschen mehr Arbeit, habe aber an sich das gleiche Ergebnis oder wenn nicht sogar ein ordentlicheres Ergebnis. Also immer wenn ich hochgehe, ist dünn, immer wenn ich runtergehe, ist dick. Also wenn ich runtergehe, kann ich die Doppellinie malen und kann dann so auch mein Lettering eben mir ermalen. So, und ich probiere es jetzt einfach mal, dieses für dich nachzumachen, ohne dass ich mir das vormale. Da bin ich immer nicht so wirklich gut drin, aber wir machen es jetzt mal einfach. Also. Und ich finde dieses, also diese Inspiration finde ich halt auch immer ganz schön, weil man dann auch mal verschiedene Stile kennenlernt. Was ihr zum Beispiel auch machen könnt, ist, ich zeige euch das deswegen jetzt in normaler Aufnahme, dass es wirklich nicht schnell gehen muss, das Lettering. Also ihr könnt euch da eben wirklich Zeit nehmen und Zeit lassen. Weil man sieht es oft, wenn diese Zeitrafferaufnahmen sind, dass das irgendwie ganz schnell geht. Und dann dachte ich am Anfang auch immer, oh, ich muss das jetzt ganz, ganz schnell machen. Aber das muss man natürlich nicht. Und man darf auch mal absetzen. Also ich könnte hier zum Beispiel absetzen, dass ich meinen Arm dann erstmal wieder umverlagere oder meine Hand oder hier so eine Fluse entferne. Und dass ich dann hier weitermache, das nach oben ziehe. Dann wird es dick. Also macht euch da keinen Stress, gerade am Anfang ist es so etwas, was natürlich noch nicht so leicht fällt. Und ich habe da auch noch nicht wirklich Erfahrung, also ich bin hier kein gutes Beispiel. So, aber das ist jetzt so, wie ich diese Karte beschreiben würde, weil ich bin wieder ein bisschen mit dem Führ, ich habe das zu groß gemacht, deswegen musste ich nach hier unten rutschen. Und man kann solche Sachen natürlich auch immer dann nochmal wieder korrigieren und ein bisschen nachmalen. Gerade auch so auf Aquarellpapier, wenn man dann ja auch eine Struktur hat und der Stift dann nicht alles genau ausmalt, kann man das einmal noch ein bisschen mal nachzeichnen, ein bisschen korrigieren. Oder wenn mal die Spitze ein bisschen ausgefranst ist. Da müsst ihr nur gucken, je nachdem welchen Stift ihr benutzt, zum Beispiel die Tombows. Der dicke Tombow, der braucht immer so ein bisschen zum Trocknen. Da kann es dann sein, dass ihr es erstmal trocknen lassen müsst, damit ihr das nicht verschmiert danach. Gerade wenn man so wie ich Linkshänder ist und dann da nochmal drüber geht. Und ich mag das auch total gerne, irgendwie so Herzchen mit reinsetzen. Oder generell irgendwas anderes, noch nicht nur Schrift. Ich finde, es lockert es immer noch mal so ein bisschen auf. Und womit ich super gern arbeite, sind noch irgendwie metallische Stifte. Das heißt, dass ich zum Beispiel hier die Herzen nicht einfach blanko lasse oder mit dem normalen Hintergrund, sondern dass ich da ein bisschen mit Metallic noch hineinmale. Also spielt da einfach umher. Wie gesagt, ich bin da auch kein Profi. Für mich ist das auch alles noch so ein bisschen testen und herausfinden. Aber vielleicht konnte ich euch da so einen kleinen Einstieg geben und die Angst vor solchen Karten nehmen und den Mut machen, es eben auch einfach mal auszuprobieren, zu testen und eure eigenen Karten damit zu machen mit ganz, ganz einfachen Mitteln. Ich wünsche euch super viel Spaß und ja, würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut!